Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe endlich den Kopf dahin getan. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Dieser Kopf zählt leider als Schrott. Ich habe meinen Schrott verwertet, die Folge abgebrochen, weil ich gemerkt habe, oh, ich habe den Kopf leider verwertet. Also habe ich ihn nochmal geholt. Sehr viel dazu. Ja, ich habe eigentlich gedacht, wir packen hier einen Aggressor-Ton-Kopf rein. Den hatte ich noch in der Truhe. Ja. Und das sind erstmal Platzhalter, würde ich sagen. Das sieht halt ein bisschen seltsam aus, aber gut. Und das ist halt der Schädel eines Sheep-Squatch. Ja, im Großen und Ganzen. Mal gucken, was wir noch finden, was wir da reintun können. Aber weißt du was? Ich nehme die raus. Die sehen nicht gut aus. Die sehen einfach nicht gut aus. So. Das sind meine beiden Köpfe. Ist das nicht wunderschön? Wir brauchen mehr Köpfe. Freunde, wo sind mehr Köpfe? Ich will Köpfe haben. So, dann werde ich mal hier den Schrott hier. Hurra, falsche Station. So, ich habe noch eine 10 mm gefunden und das Präzisionsgewehr hat mir leider alles nichts gebracht. Und eine Menge Schrott zum Wegwerfen. So. Ah, das kann eigentlich weg hier. Das kann auch weg. Das kann auch weg. 72 Knochensplitter. Was soll man dazu sagen? Ja, ich habe meine Truhe jetzt ein bisschen aufgeräumt. Das ist jetzt quasi der klägliche Rest, was noch übrig geblieben ist. Was auch weg kann. So. Ja, wir wiegen trotzdem nicht weniger. Tja, shit happens. Machen wir mal unser sicheres Haus zu. So, heute geht es zum Entsorgungsbereich HZ21 und dieser befindet sich hier unten. Und darum gehen wir jetzt mal zum malerischen Ausblick. Und werden von da aus gleich dahin gehen. Und dann schauen wir uns da ein bisschen um. Übrigens habe ich. Oh, ich bin jetzt Teamleiter. Ferny ist abgehauen. Ey, weißt du, der hat mich eingeladen. Ist aber nicht zu mir gekommen oder gar nichts gemacht. Oder fand ich ein bisschen seltsam, ja. Aber gut. Jetzt ist er jetzt komplett weg. Gut für dir. Dann viel Spaß, wobei auch immer. So. Und wir latschen jetzt da hinten hin und gucken, was wir da so Schönes finden. Beim Flughafen habe ich noch eine Challenge bekommen für Eisenbahnkunde, seltsamerweise, weil ich dann nochmal durchgelaufen bin. Anscheinend triggert das manchmal nicht. Und ich sehe schon die Verseuchung. Ist ja gut, ist ein Entsorgungsbereich. Und hu. Ah, Atomphysik. Habe ich gehört. Du darfst nicht stöhnen, mein Freund. Du hast Glück, dass ich 10-mal nachladen muss. Meine Genauigkeit ist schon ziemlich gut geworden. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, das heißt wahrscheinlich so viel wie: zieh deine verdammte Baggerrüstung an. So. Sehr schön. Okay, du bist sogar ein little kleiner Boss. Aber wollen wir mal gucken, wie viel du wirklich aushältst. Auf dich zu bewegen. Jede Menge. Okay, Zeit, den hier zu testen. Ist schon eine harte Nummer. Muss man schon sagen. Habe ich gerade mit dem Injektor geschossen? Nee, da. Nee, das wüsste ich. So, was gibt's hier? Außer verbrannte. Bloß neuner. So. Cool. Hundefutter in der Dose nehme ich gerne, komm, weißt du was. Ich habe überschüssige Säure ohne Ende, also Fernier, wenn du magst, du kannst 100 haben. Alles gar kein Problem. Uranvorkommen. Ah, in dieser Werkstatt kann man Uran abbauen. Und das jede Menge. Ich weiß zwar nicht, wofür ich das jetzt brauche, aber es scheint wichtig zu sein. Alter. Die Radioaktivität hier drin. Junge. Ist ja nicht mehr auszuhalten.
Und hinten wird fleißig geballert. Gut, wir wollen höchstwahrscheinlich in dieses Gebäude da. Weil es hier nichts anderes gibt. Schauen wir mal, was da ist. Und bei diesen Piepen erinnere ich mich immer noch daran, dass ich die Atombombe noch starten muss. Ich habe eigentlich keine Lust drauf. Weil ich nicht weiß, wie. Aber guck mal. Knallbär. Oh, das ist keine Werkbank. Ich sehe dich. So, ein netter Headshot für dich. Du bist doch schon tot. Alles klar. Ist er plötzlich einfach aufgetaucht? Was ist denn los mit dem? Voll der Cheater. Als wäre er noch nicht geladen gewesen. Als ob. Gut, den Scheiß brauche ich nicht. Na, guck mal. Oh, was soll's. Nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht schaffe ich das ja dieses Mal irgendwie. Wahrscheinlich ehrlich. Du hast das überlebt. Junge. Gut, meine Power-Rüstung ist jetzt nicht gerade perfekt zum Schleichen. Wo ist er hin? Weiß ich nicht, ich habe nur einmal zur Seite geguckt und das Ding war weg. Oh, right away. Nehme ich gerne. Na gut, hier ist sonst nichts. Keine Ahnung, ob ich den noch brauche. Ich brauche irgendwelche medizinischen Sachen noch für die Challenge. Kann ich den abknallen? Ah, das ist der Injektor, Mann. Leg dich weg! Das haut schon rein. Komm zurück! Ich glaube, der will nicht. Ich glaube, der dreht, oder? Er dreht! Komm zurück! Nein, er fliegt weiter. Die haben mich eiskalt ignoriert. Oder? Ich glaube, der wendet. Nee, der ist weg. Voll. Hier, gut. So. Stimmt, wir müssen dem Ganzen hier noch einen Namen geben, ne? Das machen wir jetzt mal schnell, bevor ich das wieder vergesse. Sowas vergesse ich immer ganz schnell, einen Namen zu geben. So, umbenennen. Natürlich in Stefan. Stefan ist zurück in neuer Stärke. Zwar habe ich ihn Müll gefunden, aber naja. Abfallprobleme. Der Nachrichtenserver fällt immer wieder aus und die Telefonleitungen sind schon seit Wochen außer Betrieb. Ich versuche immer wieder, Ihnen zu erklären, dass wir voll ausgelastet sind und keine weiteren Abfälle aufnehmen können, aber die Trucks laden sie trotzdem ab. Wir werden die Fässer an der Oberfläche aufstapeln müssen, bis wir eine Lösung für das Problem finden. Du musst unsere Kommunikationswege wieder in Gang kriegen, sonst leuchten wir bald alle grün. Ja, habe ich gesehen. Vielleicht machen wir einfach einen normalen Schädel einfach dahin noch. Ist zwar jetzt nichts Uniques, aber naja. Hauptsache erstmal irgendwas zum Hinstellen. Was irgendwas irgendwie eine Art Schädel ist. Ich glaube, wir hatten noch irgendwas von der Maulwurfsratte mal gefunden oder so, ne? Kann das sein? Ich erinnere mich, da war gar nicht was, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Irgendwas hatten wir noch gefunden. Irgendein Viech. Das ist eine sehr kleine Entsorgungszentrale. Keine Luca-Cola für mich. Schade. Schimmliges Essen, na geil. Ah, das habe ich gehört. Ja, also, weil ich gedacht, hier geht ein bisschen mehr ab. Irgendwie leicht enttäuschend. Hundefutter in der Dose. Wer hat die denn hier hingelegt? Und es muss ja, nachdem sie gestorben sein. Was? Gestorben gewesen sein? Nachdem sie gestorben sind, muss die ja jemand hingelegt haben. Meine Fresse. Gestorben gewesen sein. Ah, aber ich verspuck mein Hirn echt scheiße aus. Aber die ist köstlich. Köstliche Scheiße, Freunde.
Ach, guck mal, da ist noch was. Da gehen wir aber gleich hin. Ja, das war's hier anscheinend schon. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir hier irgendwie noch ein Terminal finden. Mit der Story, die weitergeht. Aber offensichtlich nicht. Gefängnisausbruch. Ah, nee, komm. Was bist du? Säure. Ah. Schmerzhafte Säure. Au, die tut ja immer noch weh. Packerrüstung an. Aber so viel zu dem Bereich. Haben wir hier noch etwas in der Nähe, was sich lohnt zu erkunden? Ist da noch ein Güterbahnhof, den ich nicht kenne? Doch, den kenne ich. Hier ist noch ein Riss und der Louis-See, den wir noch erkunden können. Allerdings möchte ich erstmal die Challenge weitermachen und dafür sehen wir uns gleich mal. Ich habe gerade Fanny gesehen, der... Ach da! Moinsen. Moin! Na? Ja. Machst du gerade an- oder abmoderieren? Nee, ich habe nur eine Location gesucht, wo ich jetzt nächstes hin will. Die Händlerin hat noch ihren Rabatt bis 18 Uhr, also nur noch ein paar Minuten, falls du da nochmal hin willst. Okay, dann gehe ich jetzt schnell hin. Weil ich habe eine Sichel gefunden mit 3 Sternen, die kann ich schnell loswerden. Warte mal, kannst du mir ein bisschen Gewicht abnehmen? Ich kann heute eh nicht mehr alles reinpacken. Ich habe vorhin noch irgendwas gezogen, wird zu schwer, aber... Ich kann noch ein bisschen was tragen. Dann gib irgendwas her. Ich muss erstmal gucken. Ich habe auch 8 Minuten, ne, also. Ja, komm, hätte ich nicht gesagt, bist du nichts. Ja. So, jetzt aber schnell. Wie viele Punkte habe ich überhaupt? Ich glaube, ich habe gar nichts mehr, ne? 24. Naja, gut. Die Sichel. Immerhin gibt mir die 40. Ja, gut. So, dann... Der Raketenwerfer, bitteschön, liegt auf dem Boden. Irgendwo. Da. Wie viel kostet denn so ein Upgrade? Hä? Ach, kostet nur 50! Das ist ja geil. Ich will einen kaufen. Ich will nach rechts. Hä? Ah, okay. Legendäres Modul? Achso. Oh. Geschenk? Was? Okay. Raketenwerfer. Plasma Impro. Was haben wir denn hier? Der Raketenwerfer, ja, kennen wir schon. Erhöht Schaden für jeden weiteren Treffer am Ziel. Das ist scheiße. Schaden wird um 10% erhöht, wenn du mutiert bist. Tages erschöpft. Was? Mein Budget des Tages ist erschöpft hier, was ich aus dem Automaten rausholen kann, anscheinend. Deswegen gönn dir. Aber wenn du eine Tesla-Waffe mit 4-fach Magazin findest, gehört zu mir. So. Raketenwerfer. Impro. Also ich habe eine Plasmapistole mit mehr Magazinen, wenn du möchtest, aber nur 1 Stern, nur das. Tesla, nicht Plasma. Ja, alles dasselbe. Sag mal, legendäres Modul. Lohnt sich das? Legendäres Modul brauchst du ausschließlich zum Craften der Volt 94 Rüstung. Alles klar. Na gut, ich dachte, das wären irgendwelche, dass man quasi die Sterne-Dinger selbst verteilen kann. Okay, so. Was habe ich bekommen? Schwarzpulvergewehr. Vor Kampfbeginn 100% Wattpräzision, 25% höhere Feuerrate und 15% höhere Nachladegeschwindigkeit. Okay. Tja, die Feuerrate auf einem Gewehr, was nur einen Schuss im Magazin hat, ist reichlich witzlos, aber die Nachladegeschwindigkeit ist natürlich cool. Ein Ultrazit-Laser ignoriert 50% der Rüstung deines Ziels, Nahkampfschaden wird um 40% erhöht, ja gut.
und 52% Schadensresistenz beim Nachladen. Kann ich eigentlich direkt wieder weghauen. Würde ich auch machen an deiner Stelle. Oh, ich kann nur einen verkaufen. Na gut. Dann mache ich den hier. Dann kaufen wir uns schnell noch einen. Wie viele Scriptpunkte kannst du heute noch einlösen? Was? Wie viele Punkte kannst du heute noch einlösen vom Automaten? Keine mehr. So, Jagdgewehr. Verursacht doppelter Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Oho. Und 25% höhere Feuerrate, 15% höhere Nachladungsgeschwindigkeit. Und das gefällt mir. Das ist richtig gut. Du hast richtig Schwein gehabt. Ah, endlich mal. Eine Sniper für mich, die ich selbst gefunden habe. Ja! Woo! Oh. Ja, cool. Das passt eigentlich perfekt zu mir. Doppelter Schaden, Alter. Direkt nach Hause und aufwerten und testen. Dann ist Stefan schon wieder Vergangenheit. Oh, sprichwörtlich wieder in den letzten 5 Minuten, ne? Ja. So. Ich bin mal gespannt, was wir da rauskriegen. Ein Schaden. Ja, meine andere Waffe hat ja nur 10% mehr Schaden beim Visieren gemacht. Denn wenn ich das noch dazu hätte. Oh. Also es geht immer besser. Also Nachladegeschwindigkeit und so, ja, gut. Aber so der pure, perverse Damage. Das wäre es gewesen. Am besten so doppelter Schaden. Das wäre geil. Also habe ich ja. Dann 10% beim Zielen. Und explosive Munition. Das wäre so mein Traum. Das hätte ich gern. Was zum... Okay. Das war seltsam. Ach ja, ich habe auch meine Dex-Rüstung hier noch an. Ja, aussteigen. Ich dachte schon, das steigt jetzt nicht aus. Das wäre es gewesen. So. Ich habe keine Schrauben, ne? Nein. Oh. Ja gut, ich versuche die zu verkaufen, weil ich meine, höhere Feuerrate ist wirklich witzlos, wenn man nur eine Munition hat. Nachladegeschwindigkeit, okay, kann ich verstehen. Eigentlich ist das der pure Rotz. Aber ich versuche ihn trotzdem zu verkaufen. Ansonsten kommt er halt wieder in den Automaten rein. Ja, Zero, du, wir müssen mal beide unsere Audio-Einstellungen umschalten. Ich habe dich schon wieder nicht mehr gehört, seitdem du schnell gereist bist. Also, okay, Moment. Ich mach das direkt hier. Zack, zack, zack. So. Wieso steht er jetzt die ganze Zeit, dass ich im Gebiet laber? Drück nochmal. Was soll ich drücken? Na, Push to Talk oder was auch immer. Also ich höre dich und ich habe auf automatisch gestellt. Also. Ja, aber ich habe jetzt unten links stehen, dass ich die ganze Zeit im Gebiet etwas sage. Vielleicht haben die jetzt alle so ein Rauschen in ihrer Umgebung. Bei mir steht das nicht, dass du in der Umgebung erzählst. Keine Ahnung, ist das ein Bug. Ist. So, willst du Säure haben? Ich habe mehr als genug. Säure ist immer gut. Ich sehe gerade, bei dir fehlen noch Wackelpuppen. Ich muss mal gucken, ob ich noch welche habe. Ja, ich habe erst zwei. Nein, du wag es nicht, da was reinzutun. Das ist mein Kollektor. Ich kann gar nichts reintun. Das ist ein Ausstellungsstück. Ich will die alle selber sammeln. Technisch nicht mehr. So. Ja, oh Gott, ich habe keine Schrauben. Das ist so eine Scheiße. Ja gut, Schrauben sammeln. Aber ich gebe dir erstmal ein bisschen Säure. Brauchst du Blei für Munition? Nö, da habe ich mehr als genug. So. Säure. So. Aber ich kann dir 160 Säure geben, wenn du möchtest. Nice. Hast du dich rüstungstechnisch auf irgendeine Strategie schon festgelegt oder hast du immer noch so bunt gewürfelt? Ich habe immer noch bunt gewürfelt.
Also fünfmal Wächter oder fünfmal Sprinter ist ja wesentlich effektiver als von allem ein bisschen. Ja, aber je nachdem, was ich so finde, ne? Hey, sein, dass du schon irgendwas schon zwei, drei Teile hast und dir noch was fehlt, der hätte ich jetzt durch meine neuen Fundstücke auch nochmal durchgeguckt. Wieso ist das denn eine leere Papiertüte da? Achso, die ist nicht leer. Doch, ist sie. Ich hab mir die gleich schon gekrallt, das war deine. Ne, hier ist eine Papiertüte. Die ist leer. Wo? Ja, hier? Bei mir nicht? Was ist denn los bei mir? Alles voller Bugs. Oh. Typisch, dass es mich wieder trifft. So, kurz mal was essen. Und ich gehe. Okay, das sah gerade seltsam aus. Und ich gehe. Hast du übrigens mein neues Ausstellungsstück schon gesehen? Ah, vom Morgentown, Flughafen, ne? Genau. Jetzt habe ich schon zwei Köpfe. Ich habe jetzt noch einen menschlichen Schädel dabei, einfach nur aus Jux, damit da noch ein Schädel drin ist. Den Sheepsquad-Schädel könntest du noch reinpacken. Aha, habe ich gemacht, aber der ist zu groß. Der zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Über so einen kleinen. Dann kannst du ja auf rechts noch Platz haben und mit Buchstaben drunter schreiben, hier, dieser Platz ist für dich reserviert oder so. Aber gucken. Vielleicht finde ich noch irgendwas Schönes. Das wäre auf jeden Fall top. Ich habe eine Idee. Setz das Ding mal ein paar Meter vor. Einfach nur so mal einen Meter in den Raum reinsetzen. Und jetzt wieder ein bisschen nach hinten. Geht nicht. Kann den nur so machen. Naja, nah genug dran. Ja, also wir wollen erstmal eine kleine Sammlung. Vielleicht finden wir noch mehr Köpfe. Kann ja sein. Aber, ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Wir gehen in der nächsten Folge, gehen wir zu den unheimlichen Höhlen hier, die wir noch nicht erkundet haben. Das ist ganz praktisch. Und vielleicht finden wir da ja noch was. So, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.